Tag und willkommen zurück zu Wolfenstein. So, ich habe jetzt schon mal angefangen. Beziehungsweise, also mal geguckt, ob die Aufnahme soweit läuft, ob alles okay ist. Hab ein paar Nazis niedergebrutzelt und wir machen jetzt weiter und gucken uns erstmal hier oben. Da ist nichts. Da ist eine Kiste. Gold! Geil. Hier wahrscheinlich auch. Ja. Da haben wir noch Munition. Geil. Für die K98. Ist hier irgendwas? Kann den nicht aufheben. Da ist ein rotes Fass. Stop him! Move out! Wow, das war knapp. I'm hit. Ja. Yeah. Zack, ist die Rübe weg, ne? Würde mir noch gerne ein bisschen hier umsehen, bevor ich da weitergehe. Weil wahrscheinlich geht's auch da lang. Nehme ich mal stark an, ich weiß es nicht. Wie da steht, gefährlich. Okay. Er pickt die Munition automatisch ab. Ich kann da nichts machen. So. Gucken wir mal. Hier wird es ja wahrscheinlich weitergehen. Och ja. Ah. Upgrade unlocked. Ammo Punch. Kann ich die Granaten nicht aufsammeln? Hold F to read. Achso. Okay, ich muss erstmal lesen. Interrogation of the young Russian has proved fruitless so far. He is much stronger than I had anticipated. But I suspect he knows a great deal about this dick site. Perhaps he might even be able to solve the mystery of the crystal. I've sent for a scribe. Once he arrives, I'm sure the Russian will tell us everything we want to know. Ist das so? Wer ist denn dieser Russian, von dem sie hier reden? Aserimus ex omnibus nostris sensibus et sensus videnti. Magna res est mortis et silenti temperamentum. Was? Respice post e mortarem te et senamento. Aserimus ex omnibus nostris sensibus. American is here! Ach, oh, wow! Noch auch Granaten. So. Dank. Wo ist der Kerl? Hold the line! Oh. Feuer! Hier! Bis der mal stirbt, ne? Meine Güte. Ah, diese Tempelanlagen und alles mögliche, das liebe ich an Wolfenstein. Hallo? Ist da jemand? Nein. Die sind alle down. Take him down! Kann sie nicht aufnehmen. Dann bin ich also wieder voll. Vorsicht! So, was haben wir denn hier? Press F to use. Pick up. Did you locate the tool medallion? It's right here. Give it to me. The Nazis will be here soon. Sorry. Not until I know more about the Golden Dawn. But the Nazis! Very well. It seems I have no choice. Here. With this, you can save us both. I've seen something like this before.
Agent Blaskowitz, the Nachtzorn crystal I gave you has energized the tool medallion. Activate it. Use the medallion to enter the Veil. Press of 1. You are now in the Veil, a barrier between the Black Sun dimension and ours. Inside the Veil, you'll move faster and see enemies' weak spots. Use the medallion again to leave the Veil. You can go in and out of the Veil anytime, but you have a limited energy, so use it wisely. Now, re-enter the Veil and look for a glowing pool of light. So, wir lernen jetzt quasi, wie man das Medaillon einsetzt. Das ist ein wichtiges Element in Wolfenstein hier. So. That is Black Sun energy. Step into the pool and recharge your medallion. Da hinten, oder was? Ja. While in the Veil, watch for creatures called Geists. Some can become angry and attack. Behind me is a passage covered by a Veil door. Solid matter that disappears in the Veil. The Nazis have learned how to create these doors, but you can identify them by the ancient symbol. Mm-hmm. Take that passage and find the Nachtzorn crystal, hidden in the temple. With it, you will be able to use the medallion as a weapon. Additional crystals will give you additional abilities. I'm telling you this because the Nazis spoke of an ancient portal they had recently excavated. You must use the medallion and stop them. Meet me later at the Golden Dawn safe house in Eisenstadt. The location is marked on your map. Best of luck to you, Agent Blaskowitz. Dankeschön. So, jetzt haben wir die Medaille bekommen. Also, auf 1 kann ich sie einsetzen und das ermöglicht uns quasi, dass wir uns schneller bewegen und Feinde ihre Schwachstellen erkennen können. Es gibt manche Gegner, bei denen ist es ein bisschen tricky, weil die wiederum andere Referenzen haben, was ihre Schwachstellen betrifft. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool gemacht. Also, es ist ein cooles Element in Wolfenstein, finde ich. Das macht das Gameplay allerdings sehr schwierig teilweise, aber auch sehr abwechslungsreich, ne? Finde ich gut. So, hier durch. Und so. Wir haben den Crystal gefunden. Also, wir werden noch weitere Kristalle finden, die uns quasi dann helfen, neue Fähigkeiten freizuschalten. Hier ist wieder Dark Sun Energy. Das hat er uns ja erzählt. Die können wir mit dem Ding auch sehen. Ups. Aber ihr habt gesehen, da war irgend so ein Vieh, ne? Das können wir halt nur mit dem, Kristall sehen, ne? Ich zeig's euch nochmal. Das hier. Zack. Hä? Bin ich? Ach so, ich hab mich... Ja, das ist auch noch so ein Ding. Ich darf mich nicht in der Wand zurückporten, sonst sterbe ich halt, ne? Ist ja klar. Seht ihr? Das ist das Ding. Ich stand wieder zu nah an diesem Punkt zwischen Mauer und Realität, würde ich es mal so nennen. Ich kann das natürlich auch von hier aus machen. So. Lad das mal nach. Ich würde es aufklicken. Das ist wieder so ein Typi. Also die Typen, die können den Soldaten auch Schilde geben. Aber wir haben die Möglichkeit, nachher diese Schilde zu penetrieren, wenn wir noch einen weiteren Kristall haben. Umso mehr Kristalle wir haben, desto mehr Spaß. Ihr seht es, ich komme nicht so gut durch, weil die geschützt sind. So. Erstmal zurück. Ah, ich habe keine Granaten. Ich habe keine Granaten mehr. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie ich den ausschalten kann. Kann ich hier hoch? Ja. Genau, der muss sterben. Der ist gefährlich. Weil der gibt denen ja quasi die Schilde. Ja.
So, jetzt haben wir ein Problem weniger. Uiuiui. Na, lauf. Gut. Ah, da haben wir so ein... Achso, das Slow Gravity Fest ist leider schon kaputt. Schade eigentlich. Das hätte ich gerne geworfen. Wow. So. Zeig dich. Wenn... Uiuiui. Da ist ein Scharfschütze. Muss ich aufpassen. Die Darkseid Energy regeneriert sich nicht. Das heißt, es ist nämlich auch ein Verbrauchsgut. Deswegen haben wir diese Darkseid Energy Pools. So, der ist down. Ja. Regeneration, wie gesagt, get covered und dann passt das schon. Da ist noch so ein Pass. Die sind geil. Pick up. Nehmen wir mal an, hier geht's lang. Das ist wohl eine eindeutige Falle, da müssen wir aufpassen. Da ist der wieder. Hey du! Da sind die Viecher, ne? Da müssen wir aufpassen. Die sehen wir halt nur durch das Medaillon. Heile doch gar nicht. Ach, warum mache ich denn das? Ich wollte es aufheben, aber es geht nicht. Ich habe gedacht, da steht jemand. Das hätte ihn vielleicht noch mit in den Tod gerissen. Ist da noch jemand? So, hier kann ich die Energie absorbieren, das macht mein Medaillon wieder voll und ich kann es natürlich nehmen. Oh Mann, ich werfe als Granaten, das will ich doch gar nicht. Es ist ungewohnt, dass man das Ding mit F aufheben kann. Also von der Steuerung her ist es halt ein bisschen ungewohnt. Ich bin halt immer gewohnt, Sachen mit E aufzuheben. Ging es nicht so? Weiß ich nicht. Hier sind ziemlich viele von denen. Die Musik ist aber noch da. Heißt das, hier ist noch jemand? Nee. Ah, jetzt jagen sie mich. Scheiß Dreck. Ich muss weg. Hilfe! Ich hab sie verärgert. Okay, das hätte böse ausgehen können. Wie schaffe ich es nochmal, dass das Ding hier nicht runterfährt? Irgendwas war doch. Was haben wir denn da? Wir lesen erstmal. Sir, I'm sorry to report that all attempts to acquire the crystal have failed, and that 14 people have died in the process. The soul are very cunning in creating the trap, but I'm certain we will figure out a way to overcome it. I realize the crystal is of utmost importance to you, so rest assured that you will have it soon, even if it takes 100 more lives.
Ja, egal wie viele Leben es kostet, wir werden auf jeden Fall versuchen, dieses Ding hier hinzukriegen. Das Rätsel ist lösen quasi. Bin mir da nicht sicher. Oder muss ich mit dem Amulett einfach noch schnell genug sein? Kann ich eigentlich zwischenspeichern? Nee, ne? Return to game. Okay. Mal. Wir fliegen dagegen. Ah ja. Einfach aufnehmen. Wie wechsle ich das denn nochmal? Ach, ich weiß es nicht. Mit dem zweiten Kristall können wir quasi die Zeit verlangsamen. So. Nochmal. Ah, da hat ein Checkpoint hier gesetzt. Sehr gut. Find a way before crash. War das mit der 2 oder? Ah, nee. Hier geht's runter quasi. Hier. So, wir haben keine Energie mehr. Navigated, was? The Temple's Trap. Also wir haben jetzt die neue Fähigkeit bekommen. Ja, damit können wir quasi die Zeit verlangsamen. Also mit dieser Uhr, das ist ja sehr eindeutig wegen dem Symbol. Das vierte Slow Time, genau. Das heißt, es gibt auch ein paar Hindernispassagen. Ich weiß nicht, ob das zu früh war. Achso, das ist der Mechanismus hier. Oh Gott. Deswegen finde ich es gut, dass Wolfenstein nicht nur aus Schießereien besteht, sondern aus ein paar Geschicklichkeitseinlagen. Aber mir schließt sich nicht, wie ich hier durchkomme. Hat er getroffen, zwangsläufig. Das ist einmal rechts, einmal links wahrscheinlich hier. Okay. Dann wollen wir mal. Und geschafft. Immer die Daxan wieder aufladen. Gleich ist hier nochmal. Nur schneller. Ein anderes Pattern wahrscheinlich. Nee, das Pattern ist das gleiche. Okay. Use the veil to reveal secrets. Ja, wir müssen das Rad benutzen, um Eingänge zu finden. Versteckte Wege. So wie hier. Da sind wir auch schon durch. Hier hoch. Und weiter geht's. Niemand. Das ist zumindest noch nicht. Was wird to reach the excavation area? Ja. Aber hier ist doch was mit dieser Bridge, deswegen langsam ich mal die Zeit. Ja, ich hab mir schon fast gedacht. Tot. Das F to slow time with my. Ja. Das habe ich mir ja schon fast gedacht, aber irgendwie war die Brücke schneller als ich. Schon hin. Achso, hier. Okay. Ja, cross the bridge. Müssen wir diesen vordefinierten Weg lang, da wo die Brücke natürlich nicht einbricht. So, das haben wir auch geschafft. Bravo. So, wir können wieder was lesen. Doctor, I don't need to remind you how important the Thule device is to my research. I demand that your excavation team take the utmost care in dismantling it. And I would recommend you take very thorough notes so that it can be reassembled at the new location. Any failure will meet with very unpleasant results. Das finde ich auch sehr geil gemacht, so dieser Stilbruch zwischen Shooter und dieses
von wegen, ja, Nazis und Okkultismus und sowas, ne? Das war ja bei Hellboy auch so ein Thema. Das Ding erinnert mich auch total an dieses Portal aus Hellboy, dem Film. Richtig geil. Finde ich schön. Finde ich gut gemacht. Deswegen gefällt mir Wolfenstein 2009 hier von Raven Software eigentlich auch ganz gut. Also ich verstehe nicht, was Leute so an diesem Spiel hatten. Also ich fand das relativ geil damals. Muss ich schon sagen. Hab's aber auch leider nur einmal durchgespielt. Deswegen kann ich jetzt über das Spiel leider auch nicht so viel erzählen, wie ich gerne wollen würde, weil ich es auch nicht mehr alles weiß. So, Saving Game, Checkpoint. Und das ist ein guter Zeitpunkt, mich erstmal von euch zu verabschieden. Das war's jetzt mal mit der Folge von Wolfenstein. Ich hoffe, das Spiel macht euch weiterhin Spaß. Ist ein neues Projekt. Ich habe gesehen, mein Encoder macht mir da irgendwelche Probleme. Egal, was ich gerade eingestellt habe, irgendwie scheint es doch ein bisschen hakelig zu sein. Ich habe keine Ahnung, was los ist, weil performance-technisch ist das Spiel eigentlich, naja, nicht so das Neueste und performance-fressende. Da habe ich schon Spiele gezockt und aufgenommen, die wesentlich mehr saugen. Deswegen wundert es mich ein bisschen, aber ich habe keine Ahnung, was los ist. Deswegen würde ich mal sagen, ich gucke mal danach, vielleicht läuft es in der nächsten Folge besser. Und ja, falls ihr was loswerden wollt, schreibt es mir gerne. Ansonsten sehen wir uns wieder bei Wolfenstein.